Willkommen zur Übung zur Datensicherheit. Es geht um die Angriffe. Ganz am Anfang, was sind die vier wichtigsten Ziele der Datensicherheit? Die werden sicherlich auch in der Klausur drankommen. Und die sollen Sie ja nicht nur einfach auflisten können, sondern in einen gegebenen Kontext, und hier habe ich vier davon, erklären können. Also was bedeutet das bei Ihrem Smartphone? Was bedeutet das bezüglich QIS? Was bedeutet das bezüglich der erreichten Punkte im PC-Praktikum? Und was bedeutet das bei einem klassischen Brief, den Sie auf Papier schreiben und den Sie eben in den Briefkasten schmeißen? Und zusätzlich die Frage, welche Maßnahmen gibt es, um die vier Ziele im jeweiligen Kontext zu erzielen? Ich habe da eine Tabelle vorbereitet. Und hier oben sehen Sie die vier Datensicherheitsziele: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Zurechenbarkeit. Und auf der linken Seite daneben in den Zeilen dann das Smartphone, QIS, PC-Praktikum und Brief. Und beim Smartphone habe ich nochmal unterschieden, weil es doch etwas komplexer ist. Was bedeutet das während eines Telefonats? Und was bedeutet das für meine Daten, zum Beispiel meine Bilder, die ich eben auf dem Smartphone gespeichert habe? Gucken wir das an. Vertraulichkeit beim Telefonat bedeutet, dass nur Sie und derjenige, den Sie anrufen, oder umgekehrt, Sie werden angerufen, dass nur die beiden eben mitkriegen können, was da gesagt wird. Ja, und dass kein anderer mithören kann, und das wäre eben Vertraulichkeit. Integrität bedeutet, dass das Gespräch vollständig übertragen wird, dass es zwischendurch nicht dazu kommt, dass einzelne Worte gelöscht werden. Verfügbarkeit bedeutet, dass das Gespräch überhaupt zustande kommt, dass Sie vielleicht die andere Person erreichen, oder auch, dass das Gespräch zwischendurch nicht abbricht. Zurechenbarkeit bedeutet, dass Sie tatsächlich wissen, mit wem Sie telefonieren. Und gerade das ist in letzter Zeit ein bisschen eben im Rahmen von Deepfake ins Gerede gekommen. Es gab bei mehreren Politikern, denen gesagt wurde, hier, da ruft gerade der Präsident von Russland an. Und tatsächlich war es dann eben nur eine gefakte Stimme von Putin, und ein anderer Politiker auf unserer Seite ist da hereingefallen. Ich habe hier angegeben, ein paar kleine Texte eingefügt. Ich lese die nochmal vor. Vertraulichkeit. Gespräch ist nur für Anrufer hörbar. Gespräch wird nicht abgehört. Integrität. Gespräch wird vollständig und unverändert übertragen. Verfügbarkeit. Gespräch kommt zustande. Angerufener wird erreicht. Zurechenbarkeit. Gesprächsteilnehmer sind sich sicher, wer Gesprächspartner ist. Ist keine Fake-Person. Wie sieht das jetzt mit den Daten auf dem Smartphone aus? Vertraulichkeit bedeutet, dass nur Sie selber die Daten sehen können, einsehen können, und dass kein fremder Zugriff drauf hat, es sei denn, Sie erlauben das. Und das ist häufig so ein bisschen ein Problem. Wenn Sie eine neue App installieren, dann fragt die häufig nach eben Erlaubnis, ganz bestimmte Dinge tun zu dürfen. Und häufig klickt man es dann auch einfach an. Zugriff auf Fotoapparat, Zugriff auf die Bilder, Zugriff. Und auf diese Art und Weise geht Vertraulichkeit verloren, weil Sie es erlauben. Integrität. Die ganzen Daten sind unverändert. Wenn Sie die einmal dort abgespeichert haben, sollten die eben vorhanden sein und eben unverändert sein. Verfügbarkeit, wenn Sie eben Daten einmal gespeichert haben und nicht gelöscht haben, dann sollten die eben auch verfügbar sein, dann, wenn Sie die benötigen. Zurechenbarkeit, Sie wissen, woher die Daten kommen, wer sie gesehen und gelesen hat. Bei Bildern beispielsweise sollten Sie feststellen können, kommt dieses Bild von WhatsApp oder habe ich das selber fotografiert? Wenn es von WhatsApp kommt, von wer hat es geschickt? Wenn ich es selber fotografiert habe, wann ist das passiert, etc. Dazu gibt es in der Regel Metadaten, die eben auch im Smartphone genau diese Zuordnung erlauben. Hier habe ich nochmal eingetragen, was als Lösung da stehen könnte. Bei den Daten im Smartphone: Vertraulichkeit. Daten stehen nur Ihnen zur Verfügung. Integrität,
Daten sind vollständig und unverändert. Verfügbarkeit, Sie können auf die Daten zugreifen, wenn Sie wollen. Und Zurechenbarkeit, es ist klar, woher die Daten kommen, wann sie erstellt wurden, etc. Gucken wir uns QIS an. Was bedeutet Vertraulichkeit? Nur Sie haben Zugriff auf QIS und möglicherweise die Mitarbeiter vom Prüfungssekretariat, die eben Zeugnisse erstellen müssen beispielsweise. Aber kein anderer. Integrität bedeutet, alle Noten sind da, alle Noten sind unverändert. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal eine Klausur geschrieben und bestanden haben, dann können wir uns nicht rausreden, naja, die Noten sind halt eben wieder weg. Verfügbarkeit. Ja, QIS sollte Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen. Und Zurechenbarkeit, gerade bei komplexeren Fällen, Sie schreiben eine Arbeit, ja, fallen vielleicht beim ersten Mal durch, dann bestehen Sie die Prüfung und dann gehen Sie nochmal zum Nachtermin, Meckertermin und holen noch ein paar Punkte raus und die Note wird nochmal geändert. Dann muss nicht nur die letztendgültige Note dastehen, sondern es muss nachvollziehbar sein, wer hat die erste Note eingetragen, wer hat sie dann beim Zweitversuch korrigiert, wer hat sie nach dem Meckertermin korrigiert. Diese ganzen Dinge müssen eben zur Verfügung stehen. Das bedeutet Zurechenbarkeit. Nochmal das, was ich eingetragen habe. Die Noten können nur von Ihnen und vom Prüfungssekretariat eingesehen werden. Integrität, die Noten sind vollständig und unverändert. Verfügbarkeit, die Noten stehen Ihnen 24/7 zur Verfügung. Zurechenbarkeit, es ist klar, wer Noten eingetragen hat, wer sie verändert hat, etc. Bei den Punkten zum PC-Praktikum ist das im Grunde ganz ähnlich. Im Grunde ist es ja sowas wie ein Mini-QIS. Es ist keine saubere Datenbank, wir haben eine andere Lösung. Die Daten werden per Excel an Sie weitergegeben. Sie werden intern in einer Excel-Liste bzw. in einer Liste in Elias gespeichert. Aber die Regeln, die Datenschutzziele, Datensicherheitsziele sind genau die gleichen. Also die Noten, die Punkte von Ihnen sollten nur Ihnen und dem Tutor und mir bekannt sein. Integrität, die Noten sollten halt nicht irgendwie verändert oder verschwinden, die Punkte. Verfügbarkeit ist etwas problematischer, sollten Ihnen eigentlich auch immer zur Verfügung stehen. Manchmal gibt es da Zeitprobleme, dass die Korrektur nicht ganz so schnell ist, beziehungsweise dass nach der Korrektur die Noten nicht rechtzeitig veröffentlicht werden. Zurechenbarkeit, es sollte klar sein, welcher Tutor hat Ihnen wofür welche Punkte gegeben und ob ich das möglicherweise als Verantwortlicher nochmal korrigiert habe in die eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall sollte klar sein, wie eben eine Punktzahl zustande kommt. Hier nochmal die Notizen. Vertraulichkeit, nur Sie, der Tutor und ich kennen Ihre Punkte. Integrität, die Punkte sind vollständig und unverändert. Verfügbarkeit, Sie sollten sich ständig über Ihre Punkte informieren können. Zurechenbarkeit, es ist klar, wer die Punkte vergeben hat, wer die Punkte gegebenenfalls angepasst hat. Kommen wir zum letzten Beispiel, zum Brief. Klassischer Brief auf Papier, geschickt und weitergeleitet von der Post. Vertraulichkeit bedeutet, nur Sie und der Empfänger des Briefes können den Brief lesen. Integrität, wenn Sie den Brief losschicken, ist der unverändert und kommt vollständig eben an. Verfügbarkeit, der Brief kommt überhaupt an, also eine Kommunikation kommt zustande. Zurechenbarkeit, für den Empfänger ist klar, dass eben der Brief tatsächlich von Ihnen kommt. Kann man natürlich einfach faken. Nochmal die Notizen. Beim Brief, Vertraulichkeit, nur Sender und Empfänger kennen den Inhalt des Briefs. Integrität, der Brief ist vollständig und unverändert. Verfügbarkeit, der Brief kommt beim Empfänger an, der geht nicht verloren. Und Zurechenbarkeit, der Empfänger weiß, wer der Sender ist. Der Sender weiß, dass der Brief angekommen ist. Jetzt gibt es noch eine kleine Zusatzaufgabe. Welche Maßnahmen gibt es, um diese 4 Ziele im jeweiligen Kontext zu erreichen?
Gucken wir uns einige an, das ist jetzt sicherlich nicht vollständig. Beim Telefonieren, Gespräch sollte nicht abgehört werden, zumindest beim Smartphone, solange Sie eben über eine Luftschnittstelle gehen, also von hier bis zur Antenne, wird eben Verschlüsselung angewendet. Zurechenbarkeit, schwierig, ja, man sieht vielleicht eine Telefonnummer eingeblendet, Firmennummer wird eingeblendet, aber das kann man faken. Daten, ja, hier gilt es eben, dass nur Sie auf ihr zugreifen können, also der Klassiker mit Passwort oder Fingerprint. Ein Telefon ist eben geschützt, damit man nicht zugreifen kann. QIS, ja, es gibt eben hier ein Nutzerkonzept. Es wird eben genau definiert, was für Nutzertypen es gibt. Beispielsweise Sie als Student, beispielsweise Mitarbeiter vom Prüfungssekretariat, beispielsweise Lektoren, Dozenten, die Noten eingeben, aber nicht lesen dürfen. Und es gibt auf der anderen Seite dann eben die klassischen Mechanismen wie Passwort, um eben eine Person zu autorisieren. Ja, Passwort etc. Beim PC-Praktikum ist das etwas schwieriger. Ja, wir haben definiert, was darf ein Tutor, was darf dich, was dürfen Sie. Aber wir haben eben zum Beispiel keine saubere Datenbank, die das entsprechend unterstützt. Hier geht es mehr darum, um Regeln, Prozesse, ne, und deren Einhalt, dass die Regeln und die Prozesse befolgt werden, das muss eben entsprechend kontrolliert werden. Ja, ich kann also, wenn ein Tutor ihre Punkte kontrolliert hat, kann ich ihn nur verpflichten, die nicht irgendwie an alle Leute weiterzuschicken. Ich kann es nicht durch eben ein System erreichen, eine Datenbank oder ähnliches. Briefe, nur Sender und Empfänger kennen den Inhalt des Briefes. Klassischerweise kann man eben hier noch ein Siegel draufsetzen, ob es hilft. Man sieht zumindest, ob das Siegel gebrochen wurde. Brief ist vollständig und unverändert. Naja, das macht man auch damit. Der Brief kommt beim Empfänger an und geht nicht verloren. Da hilft manchmal nur hoffen. Der Empfänger weiß, wer der Sender ist. Der Sender weiß, dass der Brief angekommen ist. Fürs Letztere könnte man ein Einschreiben nehmen. Ja, ein Einschreiben mit Rückschein, sodass man eben die Unterschrift von Empfänger hat, dass das Ding angekommen ist. Und der Empfänger weiß, dass das, wer der Sender ist, schwierig zu überprüfen. Ich könnte ja im Namen von wem auch immer einen Brief schreiben. Also die Maßnahmen, die man hier ergreifen kann, sind eher schwächer.